Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Elements Box von Caliban. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Elements von Caliban, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 11. Album der Band. Wir haben hier eine quadratische, recht kompakte Box. Bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Caliban Elements inklusive Limited CD Digipack, Patch, Gymbag, Poster und 5 Art Cards. Okay, das zur Info. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das mal an. So, was haben wir hier? Eine Box in Schwarz und Weiß, wie gesagt quadratisch, recht hoch, aber eben etwas kleiner. Hier oben lesen wir Caliban Elements, das ist der Albumtitel. Das Cover recht minimal gehalten, also in Schwarz und Weiß. Wir haben hier einen weißen Kreis, der hier so ein Dreieck, würde ich sagen, überlagert. Dann haben wir hier so eine Welle, so ein Wellenmuster. Beziehungsweise das sind Wellen und das ja so Zickzacklinien. Ich gehe mal davon aus, das steht für die vier Elemente. Also wir haben hier diese vier Symbole. Einmal Feuer, einmal Erde, einmal Wasser, einmal Luft. Und auf der Unterseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Dann die Beteiligten, also die Labels Century Media Records. Das ist das Label, über das das Album erschienen ist. Und links gibt es noch einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Die Box ist aufzuklappen, der Deckel ist nicht abnehmbar. Als erstes kommt uns hier entgegen der Gymbag, würde ich sagen, also der Turnbeutel. Dann haben wir ein Poster. Das dürften die Artcards sein, also diese Kunstdrucke, diese Fotokarten. Und natürlich das Album an sich. Von innen die Box in Schwarz. Packen wir wieder zusammen. Und dann schauen wir uns das mal an. Zwei Sachen kommen hier noch in Folie. Bei denen können wir mal die Banderole abnehmen. Und das Poster zur Seite. So, einmal der Turnbeutel. Und natürlich das Album an sich. So, wo schneiden wir hier am besten auf? Eventuell hier, wo das Digipack so diesen Hohlraum hat. Wunderbar. So. Gut, also, das ist es, das 11. Album von Caliban. Das Cover ist fast ident mit dem von der Box, allerdings hier nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Schwarz-Silber. Es glänzt auch so im Licht. Auf der Seite Caliban Elements Century Media Records zu lesen. Und auf der Rückseite wieder die Tracklist. Also die Gestaltung ist ident mit der von der Box, nur eben wie gesagt nicht schwarz-weiß, sondern so ein Schwarz-Silber, wie wir hier sehen können. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Auf der linken Seite lässt sich hier so aufklappen. Und das ist dann wohl das Booklet. Das hat man hier nicht nur reingesteckt, sondern hier tatsächlich festgeklebt. Ja, kann man somit nicht rausnehmen, aber man verliert es natürlich dann auch schwieriger, also hat Vor- und Nachteile. So, wir haben hier das Booklet. Einerseits mal die gesamten Lyrics. Das Spannende ist, es ist ein bilinguales Album, also wir haben sowohl, hier sehen wir es zum Beispiel, Before Later Becomes Never, englische Lieder, englische Lyrics, und wir haben dann hier auch zum Beispiel Ich blute für dich, das ist ein deutsches Lied mit deutschen Lyrics, also sowohl Deutsch als auch Englisch hier auf diesem Album drauf. Jede Menge Lyrics. Dann die fünf Herrschaften hier abgebildet in Schwarz-Weiß. Weitere Lyrics. Elements. Das wird ja echt schwer zu halten, aber wir werden es mal ein bisschen näher holen. Ja, so ist glaube ich besser. Fotos eines Live-Auftritts. Da sind die Jungs in voller Action. Ja, gutes Konzert. Und
So sieht. Oh, da ist noch was rausgefallen. Scheinbar war hier noch ein Patch im Digipack. Okay, nicht schlecht. Dann schauen wir hier weiter. Also, sehr textlastig das Booklet, aber natürlich auch sehr viele Fotos. Dann haben wir hier noch die Danksagungen der einzelnen 5 Bandmitglieder, als auch der Band gesamt. Und natürlich gibt es dann zum Abschluss auch noch die Credits zum Album. Gut, wunderbar. Dann schauen wir hier mal rein. Das lässt sich hier so gut aufklappen. Die CD befindet sich hier drin. Sieht so aus. Dahinter wieder das Logo. Und dann haben wir hier auch noch einen Flyer von Century Media Records. Also hier finden wir noch andere Releases, die über das Label erscheinen. So, dann packen wir das wieder zusammen. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich, was uns da rausgefallen ist. Und zwar, und nochmal runtergefallen ist. Und zwar haben wir hier einen Patch. Der ist dreieckig und hat hier nochmal das Albumcover drauf. Also wir erinnern uns, genau das hier nochmal abgebildet. Und hier an den Seiten natürlich schwarz vernäht. So, also der Patch mit dabei. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist ja recht überschaubar. Also wirklich sehr klein. Wie so ein kleines Booklet-Poster oder so. Quadratisch. Hier nochmal das Albumcover. Und auf der Rückseite die Bandmitglieder natürlich wieder in schwarz-weiß. Doppelseitig bedruckt, quadratisch. Dann haben wir mit dabei 5 Kunstdrucke, 5 Fotokarten, auch die wieder quadratisch. Einmal das Albumcover und dann hier die 4 Elemente. Jetzt bin ich noch etwas verwirrt. Ah, nein, das gehört so. Okay, habe ich vorher übersehen. Also es sind tatsächlich zweimal diese Wellen. Eben einmal gehören die dann senkrecht und einmal waagrecht. Auf der Rückseite ist das Ganze so gestaltet. Also hier noch diverse Eindrücke. Die Rückseiten hier in schwarz-grau. Ich dachte jetzt kurz, dass man das irgendwie zusammenlegen kann zu einem großen Ganzen, aber es scheint mir ehrlich gesagt nicht so, als würde das hier irgendwie zusammen Sinn ergeben. Also ich glaube, die sind separat voneinander und dementsprechend macht es keinen großen Sinn, die zusammenzulegen. Also wie gesagt, 5 von diesen Fotokarten, 5 Kunstdrucke quadratisch in schwarz und grau. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch den Gymbag, also den Turnbeutel. Auch hier wieder das Albumcover drauf. Schwarzer Turnbeutel mit weißem Aufdruck. Ansonsten auch hier von der Rückseite wirklich alles in schwarz. Und an der Seite ebenso schwarz die Träger, also die Schnüre. Sind hier entsprechend verknotet, unten mit dieser Lasche hier befestigt und oben mündet das Ganze dann hier rein. Bedeutet, man kann das natürlich dann zumachen, aber wir machen es nochmal kurz auf, um reinzuschauen, denn jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir hier irgendwo einen Zettel finden. Nein, sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Nein, Zettel ist hier keiner mit dabei, okay. Also Material und Herstellungsort kann ich euch leider nicht nennen. Aber ja, fühlt sich auf jeden Fall ziemlich dick an, der Stoff. Also ich glaube, das ist keine normale, keine reguläre Baumwolle. Das ist schon wirklich wie so ein dickerer Stoff. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Turnbeutel, der Gymbag hier in schwarz und weiß. Die 5 Fotokarten hier, quadratisch. Dann
Das Poster, beidseitig bedruckt, quadratisch. Der Patch im Dreieck hier. Und natürlich das Album an sich, Elements, im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Elements von Caliban. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Caliban unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.